Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Death Stranding. Ich bin eure Nenia und wir haben hier noch einen neuen Auftrag anzunehmen, zurück beim Bergsteiger. Aber wir sollen noch weiter auf den Berg rauf. Bin ja gespannt. Lieferung von Steinfragmenten an die Spiritualistin. 80 Kilo. Ja, super. Und das durchs Gebirge. Werden wir uns aber mal ein bisschen Ausrüstung noch herstellen. Und zwar werden wir, ja, gucken wir mal, was brauchen wir denn? Nee, die Waffen da jetzt nicht. Wir nehmen auf jeden Fall hier eine Kletterverankerung noch mit. So. Dann nehmen wir noch eine Leiter mit. So. Was nehmen wir denn noch mit? TCK, denke ich mal, ist immer gut. Kann man hier noch so eine Dingsbums da bauen. Reparaturspray, naja, vielleicht eine gute Idee. Gucken wir mal. Hier, Stiefelchen. Nehmen wir mal zwei mit und schauen die denn an. Und ein neues Geländeskelett, würde ich sagen. Das alte ist bestimmt schon ein bisschen hinüber. So, dann das Ganze mal bestätigen. Okay. Ja, sagen wir erstmal alles umladen. Oh Gott. So, die Leiter machen wir mal. Nee, im Anzug ist Quatsch. Werkzeughalterung. So. Die auch. Das. Das auch. So. Die Schuhchen ziehen wir an. Und die anderen, die machen wir an die Stiefelklammer. So. Das, so, haben wir das Ding angezogen. Dann wollen wir hier noch optimieren. Schauen wir mal, was wir hier leisten können. Das brauchen wir nicht. Hier eine Bola-Gun machen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. So, rein da. Rauchgranate. Auch erstmal nicht rein da. Leitern. Okay, haben wir jetzt zwei. Welche ist denn davon? Ah, die hier. Die nehmen wir mal in den Spind. So. TCK haben wir, haben wir, haben wir. Reparaturspray haben wir da. Kletterverankerung haben wir auch. So, welche Stiefelchen? Ja, sicher ist sicher. Blutbeutel haben wir drin. Ausgerüstet sind wir. Würde ich noch mal kurz sagen, hier optimieren. Sofern möglich. Nee. Die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. So, ab in den privaten Spind. Alles, was wir jetzt erstmal nicht brauchen, kommt weg. Mit 80 Kilo auf dem Rücken durchs Gebirge. Jawohl. Naja, 127 sind es ja. Zusätzlich oder so. Sam, es ist genau wie das in South North City. Die Chiraliumbelastung im Wirbel ist jenseits von Gut und Böse. Langsam aber sicher bewegt er sich zu uns, nach Mountain Knot. Jedenfalls glaube ich das, aber ich sehe es nicht. Nicht mit bloßem Auge. Doch die Daten lügen nicht. Es ist das gleiche zeitliche Phänomen, das dich in ein Kriegsgebiet befördert hat. Habe ich dir das erzählt? Aber du warst doch nicht... Der Cupid-Begrenzer verkraftet die meisten chiralen Spitzen, aber noch eine Superzelle? Noch eine Superzelle? Ich sagte doch, es war dieselbe wie davor. Mama, bist du das? Du hast mich erkannt, Sam. Ist eine Weile her. Aber eigentlich nicht. Malingen, Lockne, wir sind eins. Ein Körper, ein Geist, ein Wesen. Es hat keinen Sinn, einen Unterschied zu machen. Nicht in dieser Welt. Wir sind alle verbunden. Vergiss das nicht. Auftrag zugewiesen. Okay. Das war jetzt interessant. Bevor wir da hinrennen, ich gehe hier gerade vom Raum, darf Sam sich nochmal kurz ausruhen, aufwärmen. Der ist ja ganz durchgefahren. So, rein damit, Sam.
So, und dann gehen wir mal wieder nach draußen. Na, Sam, es wurde gesagt, wenn du damit fertig bist, kriegst du dein Baby wieder. Ich bin gespannt. Dann schauen wir jetzt mal kurz hier auf die Karte. Alle Markierungen entfernen wir mal. So, weiß nicht. Wir sollen... Okay, dahin. So weit sieht es ja nicht aus, aber... Wenn es jetzt auf dem Berg weiter noch rauf geht... Das ist auf jeden Fall anstrengender. Gerade doch gerade. Eigentlich die Linie gezogen. Ja, habe ich. Okay, die sah jetzt aus wie aus einem anderen Spiel. Ich laufe in die falsche Richtung. Okay, dann gehe ich also doch dahin. Laufe noch hier rüber. Lass die aus. Dann reichen wir dort. Sah so aus, oder? Wow. Dann. Jetzt aber hier. Noch nicht ganz. Ich muss ja nochmal diese Linie ziehen. Also wirklich. Von Sam aus. Dahin. So. ID wird geprüft. Da lang. Okay. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Da jetzt einen Berg hoch müssen. Denkt mit dem Fahrzeug gar nichts. Waffeneinschränkung aufgehoben. Da oben ist eine Seilrutsche. Da kann man ja nochmal gucken. Ob wir unten in die Richtung kommen, wo wir hin müssen. Das würde uns ja den Weg ein bisschen abkürzen. Nein. Natürlich. Boah, wie sieht denn das aus? Ihr will mal optimieren. So ist besser. Wird auch noch stürmisch. So, schauen wir mal, ob uns das was bringt. So, das ist ja nicht so. Schauen wir erstmal nochmal kurz auf die Karte. Ich nehme mal hier kurz alle Markierungen weg, die wir nicht brauchen. Und setze hier nochmal die von Sam dahin. Wo ich fast, aber wir sehen ja jetzt hier nichts. Ich fürchte, dass uns das jetzt nichts bringt. Nee, das bringt uns nicht. Okay. Dann nicht. Dann geht's halt zu Fuß weiter.
wieder getrennt. Kann man ja schon. Oh, hier wird es schön stürmisch. Oh Gott. Also hier ist es jetzt, glaube ich, echt wichtig, für die Mühe nicht aus dem Weg zu kommen, sondern ich kann nicht verloren. Man sieht ja hier die Hand vor Augen, ne? Und ein richtig schöner Blumen. Ich sehe nur, dass es da irgendwie sehr schlecht ist. Oh Gott, stell ich mal hin. Leider. Probieren wir das mal damit. Wenn ich mal irgendwie schon nicht dran. Okay, wir sind noch auf dem Weg. Ich sehe die Linie nicht mehr. Ich tendiere auch dazu, hier jetzt einfach nochmal eine zu ziehen, weil. Auch schon mal so ein bisschen Blizzard miterlebt, ist ja gar nicht witzig. Das war so im Norden der USA im April, Ende April, der hat mich betreut. Endlich kein Schnee mehr, der war endlich weggetaut. Nach einem halben Jahr minus 30 Grad im Durchschnitt hatte man sich dann schon bei 0 Grad echt gefreut und dachte so, hey, ist das warm. Und dann Ende April, von heute auf morgen, oder sagen wir von jetzt auf gleich, innerhalb von 3 Stunden, war der Schnee zurück und war Knie. Der ist danach zwar recht schnell weggetaut, aber ja, was mich so frustriert, weil wir nicht genug verstehen. Das kann, glaube ich, ganz schnell passieren hier, in dieser weißen Hölle. Gott, Gott. Ich dachte mir, wo ist es? Ich muss den Weg wieder zurücklaufen. Hala. Bin noch richtig? Ja, wir sind richtig. Ich bin schon da. Arme Steph. Ich sehe das Ziel, ich sehe das Ziel. Also, blau, direkt das Haus sieht man hier nicht. Aber, ja, es geht auch nicht mehr. Ich habe hier mal vor. Gucken wir mal, wie das Mutualisten so drauf ist. Wie sie dazu gekommen
den ETA-Ball zu drücken oder zumindest ins chirale Netzwerk. Die ETA wäre natürlich noch besser, wenn ich nur ins ganzen Kram herstellen würde. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Ist sie denn? Ach, da. So, und der Schnee hört schlagartig auf. So, liefern. Es sammelt aus wie so ein Eisblock. Sam Bridges, ich habe dich erwartet. Der Bergsteiger hat mir alles über dich erzählt. Diese Hand, die du mir gebracht hast, dieser Abdruck, ist ein wichtiger Hinweis. Er stammt aus einer Zeit vor dem Beginn der Menschheitsgeschichte. Ich werde ihn datieren und die Ursache des gestrandeten Todes aufdecken. Und wenn ich das tue, lüfte ich damit alle Geheimnisse des Kosmos. Wusstest du, dass dieser Berg in grauer Vorzeit eine Pyramide war? Wirklich. Es gibt keinen Ort, der dem Strand näher ist als dieser. Der Quelle, eine Quelle unermesslicher Kraft. Was glaubst du denn, wie dein chirales Netzwerk funktioniert? Aber ich schweife ab. Zeig mir den Handabdruck. Vielen Dank. Er ist sehr gut erhalten. Nur 1% Schaden. Die sind gut. Einmal hingefallen. Bots haben auch schon ein paar Lieferungen abgeliefert. 46%, 50%, 54%, 57%. Naja, ich glaube die Hälfte. Ne? Was kriegen wir dafür? Note? Ein B. Mal hin. Verbinde mich mit dem chiralen Netzwerk. Jawoll. Jetzt ist in der Ecke schon ein paar dunkle Flecken, aber fast alles. Ja, dieser eine große Fleck, der fehlt noch. Jetzt habe ich alles, was ich zur Datierung des Handabdrucks brauche. Sobald ich Ergebnisse habe, teile ich sie dir und deinen Bridges-Kollegen mit. Das war eine gute Tat, Sam. Wenn du irgendetwas anderes findest, bring es direkt zu mir. Ich warte so lange. Nimm das hier. Ich bin sicher, es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Oh, was hat das denn? Was ist das? Ein Stern? Jawohl. Super. Ein Rucksack-Accessoire. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Sam, es hat geklappt. BB-28 ist in bester Verfassung. Jawohl. Auch keine Hinweise auf Restbindungen oder Heimweh. Vielleicht wurde seine Erinnerung ja doch ausradiert. Du musst es nur noch anschließen und mit ihm rausgehen. Ich wollte es dir so schnell wie möglich zurückgeben, aber...
Ich will nicht. Ich meine, ich will schon, aber die Sache ist etwas komplizierter. Hä? Was? Wir haben ein Problem. Vielleicht hast du von der Superzelle gehört, die sich auf Mountain Not City zubewegt. Ich habe meine Anlage verlassen, um einige zusätzliche Feldtests an dem BB durchzuführen. Und jetzt komme ich nicht mehr zurück. Kennst du die Hütte am Berghang? Nordöstlich von Mountain Not? Treffen wir uns dort. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Dann würde ich sagen, lassen wir Sam aber sich hier in der Ecke nochmal kurz ausruhen, bevor er sich weiter in die Berge begibt. Er hat schließlich ein Blizzard hinter sich. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.